Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es wieder ein Modular und zwar die Urge Police Station 10199 mit 3111 Teilen. Ich werde das wieder so machen, ich werde nach jedem Bauabschnitt mich kurz melden, ein Video dazu machen und alles weitere gibt es dann nach dem Intro. Das Intro habt ihr jetzt gesehen. Ich werde nicht hier bauen. Ich baue am Esszimmertisch, weil der erste Bauabschnitt steht schon da, besteht aus 20 Tüten und die kriege ich hier auf meinem kleinen Schreibtisch nicht unter. Deswegen. Zur Info, es sind Figuren dabei. Ich glaube 6 Stück an der Zahl, wenn ich mich nicht täusche. Es sind 6 Stück und ein Hund, genau. Das Set besteht aus 4 Bauabschnitten. Da ist der Hund. Und ein Polizeiauto ist auch noch mit dabei. Ich bin gespannt auf das Set und melde mich dann nach dem ersten Bauabschnitt hier am Schreibtisch wieder. Und da sind wir auch schon fertig mit Abschnitt 1. Der war jetzt exakt 63 Bauschritte lang. Hier sieht man es noch. Und bis jetzt gefällt mir das wirklich gut. Urge hat anscheinend an der Qualität etwas zugelegt, obwohl es... Da fällt gleich was runter. Ja, mache ich gleich dran. Mit einer Hand ist das immer ein bisschen doof. Ja, mir gefällt es wirklich. Es gibt aber einen Punkt, der mich ein bisschen stört, und das ist das hier. Die Tür wackelt, weil hier nur auf einer Seite diese Hingeplate verbaut wird und auf der anderen Seite nicht. Das ist ein bisschen störend und ärgerlich. Aber wer so eine Hingeplate hat, der kann das auch einfach dann später austauschen, weil die Wand hier, die lässt sich relativ leicht entfernen. Die wird nämlich nur hier oben über die Fliese zusammengehalten. Einfach die 2x3 Fliese hier rausmachen und dann die Wand rausheben, unten das Teil austauschen und wieder zurück. Und dann ist es gelöst, das Problem. Was mich aber auch stört, ist das hier. Also die haben wirklich, die liegen gefühlt nur auf. Also nicht anfassen, also die haben wirklich eine schlechte Klemmkraft. Diese 2x2 Curved, wie auch immer. Hier ein bisschen mit Garage, Schranke, funktioniert. Ich glaube, da mache ich noch ein 1x1 oben drauf. Dann. Oder zwei 1x1 Round Plates, damit es passt. Aber, ja, Tür zu, solides Grundmodell. Hier ein kleiner Donutladen an der Seite. Sehr, sehr, sehr schön eingerichtet auch. Also ich finde das super gemacht hier mit der Theke, die Kasse. Da eine Schüssel zum Rühren, ein Backofen, eine Pfanne an der Wand. Ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hier auch das Gefließte hier. Das ganze Gebäude ist übrigens gefließt, falls man das noch nicht so richtig gesehen hat. Alles Prinz, kein Aufkleber. Das ist auch ganz cool hier, die Handschellen und das Funkgerät an der Wand. Oben mit Warnleuchte, Wasserspender. Garage mit Tank und also mit Sprit zum Nachtanken, 2 Pylonen, 2 Kellen, eine Tür, Treppe. Ist ganz nett gemacht. Hier nochmal der Blick von oben in den Donutladen. Die Uhren sind leider wieder komplett schief, die Prinz. Ich glaube, da werde ich mir mal irgendwann ein großes Batch von Ali bestellen und dann da nachmachen. Hier mit Empfang. Sehr schön gemacht, alles finde ich. Hier auch mit Schubladen, also es sind auch Schubladen dabei, Blümchen, sieht nett aus auf jeden Fall, das ist ganz nett gemacht. Was ich ganz vergessen hatte, das ist ein geklauter Ideas-Entwurf, der bei Ideas abgelehnt wurde. Inwiefern das jetzt in irgendeiner Form irgendwo zusammenhängt, keine Ahnung, ich werde euch das Ding auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken, dann könnt ihr es euch selbst angucken. Ich weiß jetzt gerade den Namen vom Mocker nicht. Ich werde es nochmal recherchieren und dann werde ich es euch sagen. Und sofern mache ich dann weiter mit dem nächsten Bauabschnitt. Da kommt dann der erste Stock oben drauf. Und dann melde ich mich nochmal. Und da ist der zweite Bauabschnitt fertig. Das erste Obergeschoss. Ich gehe mal ein bisschen in die Nahaufnahme. Da ist jetzt nichts gefliest. Das ist dann wohl hier so das Büro vom Chef. Sieht so ein bisschen zumindest danach aus.
großer, dicker Schreibtisch. Ja, Aktenschrank daneben und so weiter. Ganz cool, Foto an der Wand, alles Prints. Das hier ist ein bisschen blöd gemacht, weil die liegen dann wirklich nur lose drin. Gut, aber wer dreht sein Modul auf den Kopf? Andere Frage. Dann hier so eine Art Besprechungsraum mit Glasscheibe, einem Radio da drin. Zu dem Radio, da habe ich die, das besteht aus einmal eins Headlight Bricks und auf der Rückseite, also die Headlight Bricks haben BBW-Klemmkraft, alte Blue Bricks-Klemmkraft. Ich habe hinten einfach noch eine 1x2-Plate dran gemacht, fertig. Und dann war das Thema gegessen, dann hält es. So, und dann noch was, ganz, ganz wichtig. Bei den Fenstern hier, diese 1x4x3 Fenster, die Fensterrahmen haben ein Problem, da passt die Scheibe nicht genau rein. Also ich musste hier oben in den Ecken, wo die Scheiben einrasten, musste ich so ein bisschen mit dem Messer rauskratzen, damit die halten. Nicht abfallen. Ich sag's noch. Ah, das war jetzt noch vom ersten Abschnitt. Ich sag ja, die Dinger, die haben eine Klemmkraft, die ist richtig, richtig bäh. Na, hältst du jetzt? Na, zumindest ein bisschen. Ja, gut, es hält. Ich lass es jetzt mal so. Ih, die hängt schief. Nein, das geht so nicht. So. Jetzt passt. Halbwegs. Jo. Dann hier vorne so einen kleinen Raum mit Telefon und Wasserspender. Das ist die gleiche Bauart wie beim Wasserspender im Erdgeschoss. Da hinten kommt auch die Treppe aus dem Erdgeschoss hoch, also das passt auch alles. Hier hinten bleibt frei, oben drüber. Ich finde, es sieht optisch ganz cool aus, wenn man von den kleinen Makeln mal absieht. Ja. Und was noch zu erwähnen ist, der Donut hält auf einer Noppe. Also der ist wirklich nur auf einer Noppe da unten drauf. Und ja, Regenrinne finde ich auch ganz cool. Gibt teilweise wenig Modulars, die tatsächlich auch eine Regenrinne haben. Hier Plan, Wand, finde ich also gut gemacht. Wieder, hier wieder die Regenrinne durchgehend. Ja, auch wieder schön Planwände. Also nicht irgendwie bunte Bricks drin, sondern wirklich hauptsächlich Plan. Hier oben halt über die Plate oder hier vorne durch das Dark Red. Hier oben durch diesen... mit Schnörkel dran. Aber ansonsten sind es schöne plane Wände, die keinerlei Probleme aufzeigen oder ähnliches. Ja, und ich mache mich dann an Bauabschnitt 3. Ja, Bauabschnitt 3 bringt dann das Dach vom kleinen Gebäude, also vom Anbau mit dem Donutladen und den zweiten Stock von der Polizeistation. Dann bis dahin, bis gleich. So, das wäre jetzt Bauabschnitt 3 gewesen. Im Endeffekt haben wir hier die Ebene gebaut, das Dach hier mit einem Funkturm so ein bisschen dabei. Eine Tür zu den Zellen oder die Tür zu der Außenterrasse. Zu den Zellen kommt man von hier unten, die Treppe hoch. Hier ist noch ein kleiner Schreibtisch mit Schlüssel und einem Donut. Ich weiß nicht, was Polizisten immer mit ihren Donuts haben. Dann hier die zwei Zellen, ziemlich spärlich eingerichtet, ein Bett, Klo. Licht, fertig. Zellen. Das sind nicht irgendwelche besonderen Gitterteile, sondern das sind diese Bars unten mit der Noppenaufnahme. Die lassen sich da auch super mitbauen. Und mir ist schon wieder die blöde Lampe abgefallen. Jetzt lasse ich sie ab. Wieder der obligatorische Wasserspender, wie in den anderen beiden Stockwerken auch. Das Problem mit den Fenstern zieht sich leider durch. Das ist auch hier wieder da. Und ich drehe es nochmal. Sieht man auch den Turm da besser. Da, genau. So, hier wird die Regenrinne angefangen, auch schön gemacht. Da wird in der Anleitung an Teilen nicht angezeigt. Ich muss nachher mal gucken, ob das bei den Ersatzteilen dabei ist. Wenn ja, sage ich Bescheid. Am Ende vom vierten Abschnitt sage ich dann auch nochmal, wie der Mocker heißt. Beziehungsweise derjenige, der es bei Ideas eingereicht hat. Ja, der Turm. Schön. Ich finde es wirklich hübsch. Also hier nochmal eine Leiter oben dann auf die Dachterrasse von der Polizeistation selbst. Die Uhrenprints sind alle schief. Bisschen Bepflanzung an der Außenwand. Ist doch ganz hübsch, finde ich. Ja. Was ich noch erwähnen wollte, man sieht es hier, die biegen sich so leicht durch. Das liegt daran, weil die
Die stehen auf Spannung, die Fliesen. Das passt nicht 100%ig. Weil das ist ein Technik-Brick mit einem Pin drinne, das ist ein Technik-Brick mit einem Pin drinne und der Abstand, der passt nicht 100%ig, deswegen biegt sich das hier so leicht auf. Das war hier unten auch schon. Hier will ich es nochmal halt extra erwähnen, weil, ja, gut. Aber es hält. Wenn man jetzt nicht groß damit rumspielt, geht das. Also hier außen dran, meine ich jetzt. Aber es ist halt ein typisches Modular. Sieht ganz gut aus. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich mache dann den vierten Abschnitt. Da kommt jetzt noch das Dachpolizei, Auto, Polizeihund. Und die Figuren mache ich dann auch noch dazu. Und dann melde ich mich nochmal nach dem vierten Abschnitt. Fertig! Der vierte Abschnitt der Uge-Polizeistation ist damit auch beendet. Das war das letzte und die Figuren. Zu den Fenstern möchte ich noch eines erwähnen. Es liegt eine Tüte bei. Any spare parts you need, that's it. Ja, die habe ich aus Versehen in... Ich habe die vorher in Bauabschnitte aufgeteilt und habe die Tüte in Abschnitt 4 reingeschmissen und habe sie jetzt dann gefunden. Die Fenster gehen. Also, mach die Tüte auf. Da sind auch hier der Doppelguss von der Dame hier mit dabei. Also die Frisur mitsamt der Mütze, weil rein regulär liegt bei den Figuren das hier. Komplett Dark Red. Sieht vielleicht irgendwie ein bisschen doof aus. Das Polizeiauto, ja, man kann sich hinstellen, aber schön aussehen tut's nicht, finde ich. Ich werde vielleicht Tobi mal bitten, dass er mir da mal einen amerikanischen Straßenkreuzer designt und der in Six White, der dann da in diese Auffahrt reinkommt. Ja, im Endeffekt kam jetzt oben noch das Dach dazu. Mit ein bisschen Antennengedöns mit dabei. Die Leiter wurde fortgeführt. Eine Regenrinne habt ihr ja gesehen. Hier, die Leiter wurde fortgeführt hier. Geht natürlich hier oben weiter, bis aufs Dach hoch. Also ich finde das Modular an sich sehr gelungen. Ich finde es klasse. Ich habe jetzt die blöden Lampen festgeklebt, das war mir zu doof. Ganz offen und ehrlich, ich habe sie festgeklebt, dann fallen mir die nicht mehr runter. So, der Mocker, der es bei Ideas eingerichtet hat, heißt Bricked 1980. Ich werde euch das unten in der Videobeschreibung verlinken, er hat einen tollen Job gemacht. Und für mich sieht es bis auf diverse Sachen im Innenraum tatsächlich aus, als wäre es seine, also 100% seine Polizei und nicht irgendwie groß noch was geändert außen. Also ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt und das sieht wirklich 1:1 aus, sogar die Figuren. Es gibt kleine Unterschiede, die Betten in den Zellen sind anders. Die Mütze von unserem Verbrecherkollegen hier ist anders. Der hat so ein Basecap auf bei seinem Entwurf. Hier hat er halt diese Batschkappe auf. Und ja, das ist jetzt die Polizeistation. 3111 Teile später. Nochmal die Minifiguren zum Schauen. Der Typ da links, der hat ein Wendegesicht. Das ist halt ziemlich witzig mit der Mütze, weil man sieht es halt. Jo. Schaut auf jeden Fall cool aus. Absolutes Highlight in dem Set ist der Hund. Ich mag den Hund. Ich mag Hunde. Ich habe selber einen. Ja, dann werde ich mir meine Polizeistation bestücken. Wünsche euch, also mit den Figuren bestücken. Wünsche euch viel Spaß. Viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch von meiner Seite aus gar nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn ihr das möchtet. Ich hoffe doch. Und ja, sollten noch Fragen sein, die Kommentarsektion dafür ist natürlich prädestiniert, um Fragen zu stellen, die das Set betreffen. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, habt eine gute Zeit, viel Spaß und ciao.